So, hallo. Ich mache jetzt ein Video zum Fall Nick Stolz. Und der Anlass ist, dass auf Arte ein Film gebracht wurde, über eine halbe Stunde ungefähr, wenn Menschen verschwinden. Und da wurden zwei so Schicksale von Familien da beleuchtet. Einmal dieser, wie hat er da geheißen, Ryan oder was? Genau, Ryan. Und das der andere Fall, in dem Video, der Fall Nick Stolz. Und das wurde hier vermischt. Das ist jetzt der Fall Ryan. Da kommt ein Weilchen rein. Das ist noch der Ryan. Und dann kommt irgendwann wieder der Fall Nick Stolz. Hier jetzt der Fall Nick Stolz. Und dann wechselt es wieder ab. Nick Stolz, bla bla bla, Home Story. Und jetzt wieder rein. Okay, das ist dieser Film. Jetzt habe ich das hier in meinem Videoprogramm. Also was man nicht darf, man darf nicht einfach das jetzt den gleichen, also bei manchen darf man es, aber es ist jetzt nicht so einfach, diesen Film einfach eins zu eins bei sich selber auszustrahlen, sondern man muss es, wie man es verwenden darf, ist, wenn ich praktisch selber was dazu sage und ein Reaktionsvideo mache und das praktisch als Beleg, als Ausgangsbasis, auf das hin ich meine Meinung bringe, dann darf ich das zitieren. Jetzt ist es also so, das ist dieses Ausgangsvideo, das habe ich dann runtergeladen auf mein Dingsprogramm. Nur, ich kenne das jetzt auch, weil ich kommentiere es ja. Es wäre ja egal, ob ich jetzt hier laufen lasse und was dazu sage. Aber man sieht, ich habe das so gemacht, dass, wenn ich kann es jetzt hier ein bisschen vergrößern noch, das ist das Gesamtvideo, wo alle beide Fälle zusammengewurstelt sind. Und das da unten ist der reine Teil vom Fall Nick Stolz, das untere, also die Hälfte kann man sagen. Und jetzt entferne ich das wieder. So, jetzt habe ich anstatt 32 Minuten nur noch 15 Minuten. Und das ist der Einteil, das ist der Fall Nick Stolz hier. So. Und denn, weil wie gesagt, wenn ich es jetzt hier aus, könnte es auch kommentiere, aber dann, wo ich jetzt gerade Ryan und wo ich gerade Nick, dann müsste das jetzt hier so zusammensuchen. Deshalb nehme ich jetzt das als Ausgangsbasis, das, was ich zusammengeschnitten habe. Das ist jetzt der reine Nick Stolz Content. Und den kommentiere ich jetzt. So. Wenn die richtige. Ja. Egal, ihr könnt es auch so machen. Also, jetzt kann ich das so machen. Gut, ich kann es so machen, ich kann das hier noch etwas größer machen. Warum kann ich das nicht? Weil ich will eigentlich noch. Warum kann ich das jetzt nicht größer ziehen? Ich kann es kleiner machen, aber ich kann es nicht größer ziehen. Okay. Ich will nämlich eigentlich noch auf Artikel von mir zum Fall Nick Stolz eingehen. Dann mache ich das so, dass ich das erstmal rausziehe. Das hier alles. Und dann mache ich das groß. Dann mache ich hier das so groß. Okay. Und dann lasse ich da das Video laufen vom Nick Stolz, kommentiere dieses Video und dann bei je nach Gelegenheit, wie es gerade kommt, ich kann auch da unten runter gehen, dann habe ich den Bereich ein bisschen frei. Dann hole ich mir mein Dings hier rein, Nick Stolz, das ist jetzt hier von meinen Artikel, da geht es zum Beispiel um die, ich habe eine Petition gemacht, die ist da abgelehnt worden, okay, aber der Petition liegt ja eine Argumentation zugrunde, zu früheren Artikeln,
frühere Video und besonders das da mit diesem beigen Hintergrund, das ist sehr interessant. Wenn ich das jetzt hier so öffne, ja, dann kann ich hier auf ein paar Sachen eingehen. So, warum komme ich jetzt nicht weiter hoch hier? Okay, Moment. Warum komme ich da jetzt nicht weiter hoch? Wäre aber jetzt nicht so schlimm. Das meiste sieht man ja. Okay. Okay, Verbrechen im Fall nicht stolz, wenn. Was? Sorry, jetzt muss ich aber gucken, was heißt das? Weil. Verbrechen im Fall nicht stolz, weil keine Hundespur, nichts zur Paketablage. Okay. Also auf das Ding gehen wir noch ein. Und was ich hier kritisiere, ist ein scheißdrecks oberflächliches, emotionales Drecksvideo, das die wichtige Argumente gar nicht erwähnt in dem Fall und nur oberflächlicher Gefühlsdreck bringt. Ich sag mal so, wenn jetzt jemand wirklich die Nachricht bekommt, meine Frau ist gestorben, meine Kinder sind tot, so, natürlich hat man da Emotionen. Aber die müssen hier nicht nach 3 Jahren im Film rumflennen, sag ich mal, wenn sie hier gleichzeitig wichtige Sachen unterschlagen und ein Drecksvideo machen, ein Scheißdrecksvideo. Ich habe keinerlei Verständnis für diesen Dreck, was die gemacht haben. Das ist nicht das, ich sag mal, was man jetzt spontan an Gefühle hat, wo alle Außenstehenden einfach Verständnis haben müssen. Das ist ein Dreck. Das ist ein Dreck. Und die haben die haben so viel Wichtiges weggelassen. Die haben Sachen, ich sag auch mal, da in dem Video wurde gelogen. In dem Video wurde gelogen und gleichzeitig Tränchen gezeigt. Ich verabscheue diesen Dreck. Ich verabscheue diesen Dreck, was die machen. Ich habe kein Mitleid auf dieser Basis. Auf dieser Basis nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht kein Mitleid habe mit Leuten, die ein schweres Schicksal haben. Warum hat man denn kein Verständnis? Der arme Nick ist doch weg. Ja. Ich habe schon Verständnis für alles, wo man Verständnis haben kann. Aber nach 3 Jahren habe ich kein Verständnis, wenn die eigentliche Aufklärung behindert wird und man sich mit einem Dreck in die Öffentlichkeit begibt und die eigentliche Aufklärung behindert, ja, und dann noch Tränchen vergießt und Mitleid erwartet. Ich verabscheue diesen Dreck. Ich verabscheue diesen Dreck, was die produzieren. Also dieses Video ist der letzte Dreck. Und was die Angehörigen machen, ist mittlerweile auch der letzte Dreck. Die erschweren und verhindern die Suche. Die drängen sich ins Fernsehen, die tun ihre Gefühle ausbreiten, tun da Tränchen vergießen und machen einen Dreck, einen Scheißdreck machen sie mit den Journalisten zusammen. Es ist schädlich für die Aufklärung des Ganzen. So, jetzt gehen wir mal ins Detail. Im Nordwesten des Ruhrgebiets. Auch hier ist ein junger Mann verschwunden. Zurückgelassen, seine Familie, die noch heute nach Antworten sucht. Okay, und damit reicht's jetzt an Emotionen. Jetzt stehen sie da traurig da, zeigen das Bildchen, okay, so. Und jetzt geht's, jetzt erwarte ich Sachliches. Und was kommt? Jetzt geht sie in das Zimmer, der arme Nick. In dieses Zimmer zu gehen, das fällt Theresa Stolz noch immer schwer. Bla bla bla. Was? Was wird gelabert? Was wird gelabert? Bla 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 bla. Nur lauter Blödsinn, dummes Geschwätz. Jetzt kommen die anderen dazu. Nicks Schwestern Jessica und Ilona hoffen bis heute auf den entscheidenden Hinweis. Ich hab mit denen vor 2 Jahren so viel Kontakt gehabt über das Ganze. Wir sind so weit gekommen und dann haben sie alles an die Wand gefahren. Und jetzt bewegen sie sich auf einem Schwachsinnsniveau. Wo ist ihr Bruder?
Köln? Immer wieder stellen sie dafür Nicks Zimmer auf den Kopf. Blödsinn! Wir haben hinter dem Bilderrahmen... Ja, okay, okay, das habt ihr gemacht, das ist in Ordnung. Aber was soll das? Wir haben so viel wichtige Sachen herausgefunden und hier labern sie nur Scheiße. Durchgeblättert, unterm Bett, in den Kissen, alles, also alles, was möglich war. Blödsinn. Dummes Gelaber. Die beiden Schwestern hatten immer ein enges Verhältnis zu Nick. Heute wissen sie, dass sie nicht alles über ihren Bruder gewusst haben. Alles nur belangloses Zeug, was sie da bringen. Bin ja, sofort zur Polizei gefahren, was ich aber mittlerweile bereue, weil Flugticket nach Barcelona, das ist ja alles schon längst bekannt. Leiter der Pressestelle, Peter Reuters, erklärt, weshalb die Polizei in diesem Fall nicht mehr aktiv ermittelt. Wir vermuten, dass er ein neues Leben anfängt. Achtung, Achtung! Und jetzt schaut euch diesen Scheißdreck an von der Polizei. Schaut euch diesen Scheißdreck an. Da ist ein Geschwätz dümmer wie das andere. Ein Geschwätz ist dümmer wie das andere. Das kannst du doch alles die Hase geben. Wer hat da angefangen? Wir vermuten. Achtung, wir vermuten. Hat er angefangen. Weil am Ende hört er auf. Wir wollen aber keine Spekulationen. Was denen in den Kram passt, das füllen sie mit Vermutungen, aber das sind dann keine Spekulationen, das ist dann Polizeivermutungsarbeit. Aber dann, wo was sinnvoll nachzuhaken wäre, das bügeln sie ab mit keine Spekulationen. Was der Mann erzählt, ist der letzte Dreck, der gehört doch aus dem Amt gejagt, der gehört doch davon gejagt, der gehört doch davon gejagt. Hört euch den Dreck an. Hört euch an, er sagt gleich, wir vermuten. Wir vermuten, dass er ein neues Leben anfangen wollte, nach den Ermittlungsergebnissen, die der Kriminalpolizei vorliegen. Ja, nix Scheißdrecks Ermittlungsergebnisse, die rücken sie doch gar nicht raus. Nix haben die. Und da sind die Hinweise in Richtung Portugal. Ein Flugticket haben sie und sonst nix. Das ist gar nicht kontrolliert worden, das Ganze. Die Identität mit dem Ausweis. Jemand ist geflogen mit dem Ticket, aber ohne Passkontrolle. Das kann auch der Mörder selber gewesen sein. Die sich da erhärtet oder verdichtet haben. Bullshit. Aber wenn Nick sich nach Portugal absetzen wollte, warum verschenkte er dann vorher seinen Besitz? Und man kann natürlich auch ein neues Leben beginnen ohne Geld. Ja. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Die Polizei muss mit dem gesunden Menschenverstand an den Fall herangehen. Und das, was auf der Basis von der Lebenserfahrung naheliegend ist, das ist einfach Dreck. Das ist einfach zurechtgebogener Dreck. Vielleicht hat man irgendwo Bekannte, Freunde, irgendjemanden kennengelernt. Es gibt so viele Theorien, nur da würden wir Mutmaßungen anstellen. Jetzt kommt er, es gibt so viele Theorien, da würden wir Mutmaßungen anstellen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Aber angefangen hat er mit mir vermuten. Also alles ist Mutmaßung bei dem. Aber sie mutmaßen so, dass sie keine Arbeit mehr haben. Und alles, was in Richtung Arbeit ginge, das sind die schlechten Mutmaßungen, aber das, was ihnen keine Arbeit mehr macht, das vermuten sie, das tun sie als Polizeiarbeit betrachten. Ein Dreck! Ich verdamme diesen Dreck! Ich trete diesen Dreck in den Dreck. Wirklich wahr. In den Dreck getreten, diesen ganzen Scheißdreck, dieses Video, diese Polizeiarbeit, dieses emotionale Treiben dieser Angehörigen, dieser nichtsnutzige Scheißdreck. Wir waren so weit in dem Fall, so weit. Und jetzt wird aus allem wird nur Scheiße produziert. Von allen Seiten hier. Von der Polizei, von den Medien und von den Angehörigen. Ich verachte diesen Dreck. Ich verachte diesen Dreck. Die Akteneinsicht wird Nicks Familie bis heute verwehrt. Doch sie wollen Klarheit. Und holen sich deshalb Hilfe bei Axel Petermann.
Von dieser, wenn ich muss mal überlegen, wie ich es formuliere. Ich halte diesen Typ für den Gipfel des Versagertums. Aber wie sage ich es meinem Kinde? Ich darf ihn nicht einen Vollidiot beschimpfen, sondern ich darf aber sein Verhalten kritisieren und seine Leistung. Und seine Leistung ist der letzte Dreck. Der hat so viel Scheiße gebaut. Und ist so, ich sag mal, es gibt der Begriff Blender. Der Begriff Blender, der ist ja nicht umsonst im deutschen Sprachgebrauch. Leute, die einfach nur eine Show abziehen und nichts vorzuweisen haben. Mann, oh Mann. Die passen zusammen, dass sie praktisch nach all der Scheiße, die sie gemacht haben, nachdem wir uns getrennt haben, dass sie jetzt auch noch den Typ daher schleppen, das ist wirklich passend. Und wenn man jetzt fragt, Moment, ich komme gleich weiter. So, und was diese Profiler-Typen hier angeht, da habe ich einen Artikel geschrieben, bei mir Profiler und Medienschwachsinn gegen gesunden Menschenverstand und sie mit fremden Federn schmücken, wie im Mordfall Michel. Da bin ich ausgehend von dem Mordfall Michel eingegangen, auch auf andere deutsche Profiler und auch auf den Petermann. Und das ist wirklich lesenswert, was ich da zusammengetragen habe. Was die für einen Dreck treiben. Was die für einen Dreck treiben. Mit was für Sachen die sich rühmen und als Erfolge darstellen, was eigentlich völliger Irrsinn ist und überhaupt keine Erfolge darstellt. Das sollte man sich mal anschauen. So, jetzt gehen wir hier weiter in dem Video. Nun erhofft sich Nicks Familie einen frischen Blick auf den Fall. Lange Zeit hat Petermann die Mordkommission Bremen geleitet. Oh, armes Seit Bremen. Seiner Pensionierung hilft Petermann nun privat Familien von Vermissten. Dreck, Dreck. Manche führen tatsächlich ein neues Leben und mögen aber den Zurückbleibenden nicht erzählen, warum und weshalb sie das tun und vor allem auch nicht, wohin sie gehen. Okay, das klingt plausibel, nur bringt es den Fall nicht weiter. Ich tue jetzt nicht ungerecht jedes Wort, das er sagt, schlecht machen. Das ist eine Einzelaussage, die ist nicht falsch. Aber auch hier wird er nichts beitragen zu dem Fall. Er kann irgendwie, wird er gefragt von irgendwelchen Journalisten, dann ist nicht alles, was er sagt, Unsinn, aber er bringt den Fall niemals weiter. Aber dann gibt es natürlich auch andere Verläufe, dass jemand für sich beschließt, vielleicht aus dem Leben zu scheiden. Allgemeines Blabla. Und das ist natürlich für diejenigen, die zurückbleiben, sehr schwierig zu ertragen, weil Dummes sie Geschwätz. Sich nicht vorstellen können. Dieser Fall bietet realistische Ansätze und er kommt nur mit so einem dummen Geschwätz. Jemand so etwas tut, ohne Gründe dafür anzugeben. Euch hier als Zuschauer, wie so der Opa hier so schön ruhig irgendwas erzählt, ihr denkt, ja, der ist kompetent, ein Scheißdreck. Zeitverschwendung. In diesem Fall gibt es echte kriminalistische Ansätze, auf die müsste man eingehen und der labert nur allgemeine Scheiße. Axel P. Wenn es auch nicht falsch ist, wenn man allgemein über etwas redet, hat er jetzt gerade nichts Falsches gesagt, aber hier, er nimmt Platz weg, er hat nichts zu bieten. Kriminalistisch, weil er keine Ahnung hat. Er labert allgemeinen Dreck, was heißt Dreck? Allgemeines Geschwätz, das gar nicht ganz falsch ist, wenn es ums Allgemeine geht. Aber das hat hier nichts verloren. Hier hat man eine halbe Stunde Zeit für zwei Fälle, also 15 Minuten für einen Fall. Also laber nicht so dummes Zeug raus, Petermann. Petermann weiß, wie die Polizei bei der Suche nach verschwundenen Erwachsenen arbeitet. Als Schirmherr des Selbsthilfevereins Anuas ist er auch Ansprechpartner für Angehörige. Alles dummes Zeug. Petermann kann sich in die Lage der Familie einfühlen. Alles dummes Zeug. Versteht ihr Bedürfnis, gehört und ernst genommen zu werden. Blödsinn. Familie Blödsinn. Stolz braucht Dreckjournalismus. Vor allem bei einer Frage seine Einschätzung. Inwieweit können Sie die Ermittlungen der Polizei in Frage stellen?
Damals von der Polizei haben wir eigentlich erwartet, dass intensiv gesucht wird nach Nick, ne? Dass zumindest ein Anzeichen gibt, dass er halt noch lebt. Und es gibt kein Anzeichen dafür, dass er noch lebt. In dem Fall von Nick scheint es... Das ist auch, der, später ist jemand in dieser Jacke gesehen wurde, die der Nick hat. Also, dann hat es geheißen, ja, das ist ein Anzeichen, dass er Nick noch lebt. Aber es gibt Argumente, warum das nicht der Nick selber war, sondern warum sein Mörder später seine Jacke getragen hat. Aber da seht ihr, das sind die Details. Da müssen wir auf die konkreten Dinge eingehen und all das macht das Video nicht. Das ist ein oberflächlicher Scheißdreck. So zu sein, dass die Polizei davon ausgeht, er war mit seinem Leben nicht zufrieden. Da gibt es ja auch durchaus Anhaltspunkte in der Biografie des jungen Mannes. Das würde aber nicht die Polizei davon abhalten können, doch einen dezenten Hinweis zu geben und zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir wissen, wo er sich aufhält, aber er wünscht nicht, dass euch der genaue Aufenthalt mitgeteilt wird. Nicks Auto steht heute wieder bei seiner Familie. Seit fast 3 Jahren in einer Scheune. Abgemeldet und unbenutzt. Die Hoffnung, hier noch verwertbare Spuren zu finden, unrealistisch. Ja, wenn er auch noch reinkrabbelt, ohne Spurensicherungsanzug. Das ist natürlich eine sehr zeitintensive. Was heißt Spurensicherungsanzug? Das ist nur ein Overall, den man für 3,99 Euro oder wie viel im Baumarkt bekommt. Und nicht einmal den Aufwand will er treiben. Intensive Auseinandersetzung mit einem solchen Fall. Und es ist leider eben halt auch immer sehr, sehr abhängig von den Menschen, die damit betraut sind. Und ich kenne Kollegen, die sich da sehr intensiv hineinversetzen, aber leider gibt es auch das Gegenteil. So, und meines Wissens, so wie ich das Video jetzt in Erinnerung habe, war das Letzte. Nichts hat der Mann beigesteuert. Nichts an Dreck, seine Visage in die Kamera gehalten und von einem Idiotenvolk für kompetent gehalten zu werden. Ein Dreck ist es. Ich verdamme diesen Dreck. Ein Volk, das auf so einer Drecksbasis praktisch dort, wo man denkt, müsste, es ersetzt mit Emotionsscheiße, mit Show, mit Blendertum. Ein Drecksvolk muss untergehen. Ein Dreck ist es, was ihr macht. Ein Dreck, Drecksjournalismus. Auch die Schwestern von Nick wollen nichts unversucht lassen. Sie haben privat eine Suche mit Spürhunden organisiert. Dafür sind sie nach Aachen gekommen. Denn hier hat Nick sein Hab und Gut verschenkt. Und will ihn ein Augenzeuge auch nach seinem... So, und jetzt, das ist dieser Typ da, den kennen wir doch. Wenn man jetzt schaut, was habe ich denn da, Nick Stolz, da gab es dieses Video von mir. Da, Hanna. Die sind schon mal unterwegs gewesen. Und die schon mehrmals sind die in dem Fall aktiv gewesen. Ich verweise auf das Video, 42.000 Aufrufe, und da bin ich schon mal auf das eingegangen. Und jetzt kommen die wieder. Aber ich lasse es erst laufen, dann sage ich was dazu. So, jetzt Moment. Verschwinden noch gesehen haben. Ein neuer Versuch, ja? Ja, ein neuer Versuch. Ich weiß auch nicht, wie es sein wird, wenn die den... Also die Hunde echt den Nick hier riechen wollten. Also wenn sie den riechen sollten und wenn sie da Spuren finden, dann sind es auf jeden Fall frischere Spuren. Also ich habe einen Hund bei, der definitiv keine ein Jahr alten Spuren sucht. Ja. Auch das wieder. Das ist ein Quatsch. Ich gehe auf das ein, aber merkt man sich die das dahin, dass es praktisch frischere Spuren wären, wenn der da was anzeigt, weil der Hund keine alten Spuren anzeigt. So, wir haben aber einen anderen Fall, den Fall Scarlett, wo nach 2 Jahren Moment, gehen wir gehen wir da hin, Scarlett.
Sekunde. Oder erstmal so. Also, Scarlett S. Die Scarlett im Schwarzwald, da hat ein Hund nach 2 Jahren noch die Spur. Was? Da bin ich jetzt, wenn man mit Hunde sucht, vorne dran? Komisch. Das ist ja normal, nicht so, dass ich... In letzter Zeit werde ich benachteiligt. Aber in dem Fall jetzt mit dem Hunde bin ich offenbar... Oder weil ich vorher Logik eingegeben habe. Aber sei es drum. Okay. Aber es ist ja nicht so, dass ich nur hier was von den Hunden, sondern jetzt gucken wir da kurz rein. Okay. Jetzt schauen wir nochmal. Moment. Das ist jetzt kurz ein Nebenschauplatz, aber nur, da geht es jetzt um das Thema Hunde, das ist schon wichtig, weil der sich so kompetent darstellt, aber er redet widersprüchliche Scheiße. Jetzt gehen wir mal da, neue Tab öffnen, so. Das ist das letzte jetzt. Und da hat dieser Hund nach 2 Jahren noch was gerochen, angeblich. Aber das wird hier, ich sag mal, auch ich kritisiere den Hund, aber ich halte es nicht für möglich, dass ein Hund nach 2 Jahren noch was riechen kann. So pauschal sage ich das nicht. Moment, jetzt schauen wir da rein. Das ist eigentlich auch, ja. Die Tour über den Schluchtensteig führt von Stühlingen. Moment. Das. Wir dann noch mal also was ich jetzt da kritisiere ist, dass es gefahren und und 60 Hunde, THW, Bergwacht, Hubschrauber, Drohnen und 60 Hunde kommen zum Einsatz. Also das ist so, die haben, als es passiert ist, 2020, 60 Hunde im Einsatz gehabt und die haben auch Sachen erkannt. Und dann sage ich, okay, wenn man später dann einen Hund aus dem Ärmel zaubert, nach 2 Jahren, der auch etwas anderes riecht, dann muss man irgendwie ein bisschen auf das eingehen. Man kann nicht 60 Hunde zur Seite wischen und dann sich nur mit dem befassen, was der 61. Hund riecht. Man muss das in Beziehung setzen. Man muss dann auf das andere eingehen. Man muss Erklärung suchen. Wie passt das zusammen? Und das wird hier nicht gemacht. Da wird einfach ein Hund, der irgendwas mit dem Schwanz gewedelt hat, wo der Polizei gefällt, dann wird nur noch auf den eingegangen und das andere wird unter der Teppich gekehrt. Das gefällt mir nicht. Aber grundsätzlich, dass ein Hund, also hier, wie gesagt, hier wird nach 2 Jahren ein Hund aus dem Ärmel gezaubert, später, und das, was der gerochen hat, also da hat das ist auch jetzt praktisch, da sagt eine andere Hundeführerin, eine 4 Wochen alte Spur ist schon sehr alt. Und so tun sich die Hundeführer gegenseitig widersprechen oft. Und das ist jetzt der Hund, der nach 2 Jahren etwas da gerochen haben will. Okay, ich tue das nicht pauschal aus der Welt, aber wir dürfen nicht von einem Extrem unter Ausschaltung des Verstandes ins nächste hüpfen. Das ist eine
man muss das hinterfragen, wie passt das zusammen? Man kann jetzt nicht sagen, okay, 60 Hunde, die auf der frischen Spur gesucht haben, die schmeißen wir jetzt kurz weg. Jetzt nehmen wir der 61. und das ist unser Superstar. Und plötzlich, weil sie eben die Medien uns gerade so sagen, weil wir alles Idioten sind und sowieso uns von den Medien manipulieren lassen und heute sagen sie uns das und morgen das und war da gerade heute. Das heute ist, glauben wir einfach das und das andere denken wir gar nicht. Das ist, so können Idioten handhaben, aber nicht denkende Menschen handeln, aber nicht denkende Menschen. Also, so, das will ich jetzt sagen. Jetzt kommt der und sagt uns, sein Hund riecht keine eineinhalb, wobei es ja länger als eineinhalb Jahre ist. Aber was hat er da gesagt? Sein Hund riecht es nicht. Und an anderer Stelle sagt er, wir können ja das Verhalten der Hunde auch nur versuchen zu interpretieren. Jungchen, ich glaube, ich kann deinen Hund besser interpretieren wie du selber. Weil was der da redet, das ist Bullshit. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und er wollte mich auch mal anzeigen. Riechen sollten und wenn sie da Spuren finden, dann sind es auf jeden Fall frischere Spuren. Nochmal. Dafür sind sie nach Aachen gekommen. Denn hier hat Nick sein Hab und Gut verschenkt. Und hier will ihn ein Augenzeuge auch nach... Für mich ist der Mann ein Problem. Wie der unverschämt. Also ich hab's freundlich mit ihm versucht. Aber der ist frech und unverschämt. Aber hat nichts dahinter. Hat nichts dahinter. ...seinem Verschwinden noch gesehen haben. Ein neuer Versuch, ja? Ja, neuer Versuch. Jetzt Achtung. Ich weiß auch nicht, wie es sein wird, wenn wir den, also die Hunde echt den Nick hier riechen. Halt's Maul! Jetzt, was sagt er? Also wenn sie den riechen sollten und wenn sie da Spuren finden, dann sind es auf jeden Fall frischere Spuren. Also ich habe einen Hund bei, der definitiv keine ein Jahr alten Spuren sucht. Ja. Keine ein Jahr, es wäre ja älter wie ein Jahr. Aber das ist, merkt euch auf jeden Fall diese Aussage, weil nachher tun sie doch so, als ob das was zu sagen hätte, was der Hund schnüffelt. Aber das würde ja bedeuten, der Nick wäre nochmal da zurückgekommen, was völliger Bullshit ist. Aber Achtung, gehen wir weiter. Hundeführer Gernot Sieger hat Nicks Familie bereits vor 3 Jahren bei der Suche unterstützt. Schon damals haben sie Nicks getragene Kleidung eingelagert. Eine Geruchsprobe soll die Hunde nun auf seine Spur bringen. Die Hoffnung der Schwestern, falls ihr Bruder noch am Leben ist, damals haben sie Nicks getragene Kleidung eingelagert. Und warum kann der Typ nicht wenigstens Handschuhe anziehen? Warum kann der nicht wenigstens Handschuhe anziehen? Vielleicht will mal ein anderer noch mit dem Ding suchen. Was ist denn das? Ist doch keine Kompetenz. Eine Geruchsprobe. Der sagt, er würde vielleicht sagen, auf der anderen Hand hat er es ja mit der Plastik gehalten. Trotzdem. Soll die Hunde nun auf seine Spur bringen. Die Hoffnung der Schwestern, falls ihr Bruder noch am Leben ist er vielleicht nach Aachen zurückgekehrt? Jetzt gehen sie auf den Teich ein. Der Teich spielt eine Rolle, aber achtet mal, was für ein Scheiß die draus machen. An diesem Weiher hatten die Hunde damals seine Fährte aufgenommen. Das war kurz nach seinem Verschwinden. Heute jedoch keine Spur von Nick. Der eiert ja hier jetzt von rechts nach links, von links nach rechts, sagt überall, da ist nichts. Das sagt eigentlich, der war hier nicht. Also nicht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Gut, das Ergebnis, das unterschreibe ich. War Nick also zuletzt? Weil er gar nicht selber dort war. Er ist mit an einer bestimmten Stelle mit dem Dings ausgeladen worden, mit dem als Leiche aus dem Auto und in dem Weiher versenkt. Vor knapp 3 Jahren hier. Damals schlugen die Hunde am Spielplatz neben dem Weiher an. Auf dem Kinderspielplatz unter diesem Vorbau, wo man auch klettern kann, meine ich, haben die Hunde die Spur von Nick auch aufgenommen. Also kann man sich auch draufsetzen, drunter setzen. Ein letzter Versuch. Jetzt schauen wir uns das auf der Karte an. Aachen.
So, und das sind hier im Süden von Aachen sind solche Weiher. Einer davon ist der Kupferbach-Stauweiher. Das ist der große da. So. Und jetzt hier sieht man die Wege eingezeichnet. Praktisch hier gibt es einen Weg. Ich war noch nicht dort, aber ich gehe davon aus, da kann man auch mit dem Auto, wenn man auch nicht darf mit dem Auto, aber hier zum Beispiel ist ein Parkplatz. Ob es hier eine Schranke gibt, ob die Schranke offen oder geschlossen war oder was auch immer, aber hier kann man, hier hat es Wege, hier kann man grundsätzlich wahrscheinlich auch mit dem Auto herfahren, auch wenn es nicht erlaubt ist. So, und in dem Bereich des Spielplatzes ist die Dings gefunden, haben die Hunde angeschlagen. Und dieser Weiher ist hier in dem Bereich am tiefsten, da ist er relativ flach und dann wird es eben tiefer. Okay, so, es geht also um diesen Bereich hier im Video gerade. Jetzt gehen wir darüber, so. Ja gut, muss man auch weitermachen. Suchen. Also um den Bereich hier geht. So, ich habe jetzt dieses Denken, der könnte da drin sein und doch, Hanna, der geht die ganze Zeit dahin und. Das ist praktisch da, wo sie es jetzt abspielt. Die stehen hier und der Hund schnüffelt entweder an dem Türchen oder an dem Türchen rum. So. Ist Nick nicht mehr am Leben? Liegt er vielleicht am Grund dieses Weihers? Also mein Gefühl richtig. Also von dem her, was der Hund zeigt, würde ich sagen, da. Ja, also, aber von wann soll die Spur entstanden sein? Natürlich kann man sich hier nur vorstellen, dass das praktisch die alte Spur ist. Aber anfangs sagt er, sein Hund riecht keine alte Spur. Aber was hält sich der Hund an so ein dummes Geschwätz? Der Hund riecht, was er riecht. Also, und an anderer Stelle sagt er auch, er kann ja nur versuchen, das irgendwie zu deuten. Aber für mich ist der Mann absolut unkompetent und charakterlich hat er sich in anderen Situationen schon gezeigt, wie er da drauf ist. Ein katastrophaler Saustall in dem und eine miserable journalistische Leistung. Das Ganze ist hingeschissen von A bis Z. Und ich bin ja der auf diesen Kupferbach-Stauweiher praktisch, wenn man sich jetzt umschaut. Nick Stolz, das hier ist der Kupferbach-Stauweiher, um den es hier geht. So, und jetzt schaut man Nick Stolz und Weiher. Nick Stolz, Weiher. Da komme nur ich, Nick Stolz, Tiefpunkt der Zustände, etwa bei seiner Leiche, im Aachener Stauweiher. Das bin ich. Aber gut, ich habe ja das, ich bin ja in engem Kontakt mit den Leuten gestanden anfangs. Und ich habe da erfahren, welche Hundesuche es gibt und wie man überhaupt auf diesen Weiher gekommen ist. Jetzt kann ich jetzt auch berichten, ist ja kein Geheimnis. Die haben ja selber gesagt oder irgendwo kommt es, ich weiß nicht, früher oder später in dem Video, dass diese Suchplakate aufgehängt worden sind. Und darauf ist die Jacke von dem Nick, die auffällige orangene Jacke abgebildet. Und diese Jacke hat jemand erkannt. Und er hat gesagt, am Tag nach Nick seinem Verschwinden hat er früh morgens eine Person in so einer Jacke an diesem Weiher gesehen. Und es gab noch mehr Beobachtungen in der Jacke. Und ich habe analysiert, dass das und habe begründet, warum das der Täter war. Der Mörder von Nick hat später seine Jacke getragen. Und und wenn dann gleichzeitig aber erst habe ich auch manchmal schon gedacht,
Es kann eine Spur auch so entstanden sein, dass von der Jacke des Nick eben Geruchspartikel abgefallen sind. Und dann hat mich dieser Typ schon mal zur Sau gemacht, dass das überhaupt nicht so wäre. Gut, ich sag mal an dem Punkt, ich habe dann nochmal jemand gesprochen und das und dann habe ich mir da lasse ich mir da was sagen, okay, dann sage ich mir gut, das kann sicher, also ich bin sicher, wenn jetzt irgendwo im Raum irgendwo eine Jacke, die ein anderer getragen hat, da ein bisschen ausschüttelt oder so oder sich damit bewegt, da fallen ein paar Geruchspartikel ab und der Hund wird es auch anzeigen, aber der wird wohl nicht eine durchgängige Spur anzeigen, wenn es jemand nur dem Nick seine Jacke getragen hat. Sondern da habe ich mich überzeugen lassen, dass wenn das eine richtige Spur ist, dann ist es dann, wenn tatsächlich die Person selber dort war. So, das heißt, ich gehe davon aus, alles, was an diesem Kupferbachstau war, war nie der lebendige Nick. Es war nachts seine Leiche. Nachts ist seine Leiche abgelegt worden an diesem Kupferbachstauweiher. Und am nächsten Morgen versenkt worden. Und am nächsten Morgen ist der Mörder in der Jacke des Nicks. Weil das war eine sehr, sehr mehrere hundert Euro teure Jacke. Und in einem bestimmten Moment der Tat machte es Sinn, dass der Täter die Jacke trägt, weil da ist bei der Geldabgabe die Mutter des Mädchens irritiert wurde, weil sie von hinten eine Person mit dieser Jacke gesehen hat. Aber später ist es dann, sage ich mal, denke ich mal, wenn die Jacke nicht so teuer gewesen wäre und der Mörder nicht zu einer Gruppe gehört hätten, die wenig Geld hatten und für das die ein großer Wert dargestellt hat, kam irgendwann mal der Moment, wo es natürlich sinnvoller gewesen wäre, die Jacke wegzuwerfen und sie nicht weiterzutragen. Aber am nächsten Tag ist jemand am frühen Sonntagmorgen in dieser Jacke an diesem Weiher gesehen worden. Und das hat ein Zeuge gemeldet, nachdem er dieses Plakat gesehen hat. Der Zeuge hat es den Angehörigen gemeldet. Und daraufhin haben die Angehörigen die Suche an diesem Weiher in Auftrag gegeben. Und so kam es zu, wenn die hier reden von der ersten Hundesuche an dem Weiher, vor 3 Jahren, so kam es zur ersten Hundesuche. Und das sind so viele wichtige Fakten, Detailinformationen, die alle unterschlagen werden. Es wird hier ein Gefühlsdusel, ein Dreck wird hier gemacht, ein Scheißdreck in diesem Video, ein Scheißdreck. Die Zeit verschwendet mit gefühlsduseligem Dummschwätzereien, nutzlosem Gelaber und wichtige, entscheidende Fakten werden alles ausgeblendet. Das ist ein Weiberfilm, wo ich sag mal, sind nicht alle Weiber dumm, aber mehrheitlich ist es einfach so, dass denen so ein Scheißdreck gefällt, so ein nicht nutziger Scheißdreck. Wo wohl alle wichtigen Fakten unterschlagen werden und ein gefühlsduseliger, nichtsnutziger Scheißdreck produziert wird. So. Leben. Liegt er vielleicht am Grund dieses Weihers? Also, wie gesagt, ich tue jetzt nicht alle Frauen, aber das ist bei den Frauen ein bisschen das Problem, dass sie empfänglich sind für so einen nichtsnutzigen Scheißdreck und es ihnen nichts ausmacht, wenn die wichtigsten Fakten unterschlagen werden. Die haben das alles mal, diese Redakteure von diesem Drecksfilm haben doch alles vor sich gehabt. Die konnten, das ist nur auf Seite 1 auffindbar, die konnten das alles lesen und auf nichts sind sie eingegangen. Nur diesen Dreck. Also mein Gefühl richtig. Also das dein Gefühl kannst du dir Hasen geben, halt's Maul. Was der Hund zeigt, würde ich sagen, da.
Ja, jetzt plötzlich, vor 5 Minuten hat er noch gesagt, der Hund kann keine Dings, nicht mal 1 Jahr lang alt, und jetzt stellt er das plötzlich fest. Das würde ja bedeuten, der Nick wär da gewesen, aber eine gescheite Spur findet er auch nicht. Das ist alles Scheißdreck, was die leisten. Das ist einfach inkompetenter Scheißdreck. Da muss man sich, man kann sich auf dem sein Geschwätz überhaupt nicht verlassen. Man muss sich hier aus dem praktisch, was man hier sieht und hört, selber ein Bild machen. Und das Bild heißt, das, was der Hund riecht, ist eben doch etwas Altes, aber für eine klare Spur reicht es nicht mehr. Aber letztlich geht die Spur des Nix von damals, weil der Hund, der ist ja auch nicht, ob es jetzt der gleiche ist, weiß ich nicht, aber also das muss mit damals zu tun haben. Und jetzt kommt die wieder mit ihrer ganzen Gefühlsscheiße. Dieser nichtsnutzige Dreck. Ich habe ein relativ klares Negativ gezeigt, hat aber ganz deutlich gesagt, ich will da runter. Also er ist keiner Spur gefolgt, hat aber halt großes Interesse an dem Gewässer gezeigt, was er bei einem normalen Negativ eigentlich nicht tut, an einem Gewässer. Und das wäre für mich ein Hinweis darauf, dass es in das Gewässer gehen könnte. Also wichtig ist immer, dass es ein Können ist, weil ich den Hund ja auch nur versuchen kann zu interpretieren. Ja, bei mir ist halt ja auch die Angst, warum man nie selber hier irgendwie mit irgendwelchen Hilfsmitteln gesucht hat. Was ist, wenn man den findet? Will man das sehen? Wir haben selber probiert, damals mit ihr zusammen das THW zu mobilisieren. Und das war auch gar nicht auf einem schlechten Weg. Und da gab es noch mehr Versuche. Aber dann ist durch sie das Ganze praktisch letztlich gekippt. Durch ihr Verhalten letzten Endes. Die machen alles kaputt. Die machen Scheiße von A bis Z. Was macht Ungewissheit mit den Familien? Dummes Geschwätz. Oh, was macht bla bla bla. Für Nix Mutter ist die Zeit stehen geblieben. Und doch. Was? Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Die läuft weiter und ihr verplempert die Zeit. Die 15 Minuten, die ihr da Hannah dem Film gebt, die verplempert ihr mit so einem Scheißdreck. Fast 3 Jahre sind bereits seit dem Verschwinden ihres Sohnes vergangen. Im Moment haben wir so eine Stille. Scheißstille, dummes Geschwätz, dummes Weibergeschwätz. Da um das geht's. Wann hat der Hund gesucht? Wann war das? Was hat dort bei der Geldabgabe? Und in dem Video sagen sie auch, dass sie die Familie nicht kennen. Natürlich kennen sie das Mädchen und natürlich kennen sie die Familie. Das ist gelogen, wenn es jetzt noch so wäre, dass es irgendeinen Sinn macht. Und es ist ja so. Ich erzähle nicht private Dinge, die ich in dem Kontakt hier erfahren haben. Wir waren ja viele Monate wie ein Herz und eine Seele. Wir haben ja mehrmals am Tag kommuniziert über den Fall. Und da ist vieles Privates und das, was mit diesem Fall nichts zu tun hat, das es geht ja nicht darum, dass wir ein Liebespaar waren und nachher einander schaden wollen, weil wir einander hassen und solche Sachen. Nee, es geht hier um, dass ich hier viel meiner Lebenszeit in diesen Fall investiert habe und wir ganz, ganz, ganz weit gekommen sind. Und dann die alles zunichte macht, indem sie mit den Medien nur über Scheiße redet und die ganzen Fakten, die wir hier rausgearbeitet haben, auf die geht sie gar nicht ein, als ob sie zu dumm wäre, überhaupt irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Und das ärgert mich. Und auch zu dem Ganzen gehört, dass die eben sehr wohl diese Familie kennen. Die haben sich getroffen, die sind zusammen im Wohnzimmer gesessen bei dieser Familie. Die haben
die haben das Mädchen gekannt. Und in dem Video hier sagen sie, dass sie die nicht gekannt haben. Das ist gelogen. Und zwar, wenn es jetzt so gelogen wäre, dass es was bringt, dass es was bringt für die Aufklärung, dass es, wenn man lasst was weg, weil so und so, aber das ist ja nichts. Alles, was die machen, ist ja kein Vorteil für die Aufklärung. Die machen ja alles kaputt in der Dummheit. Und dann lügen sie und dann verdrehen sie. Das ist eine Schande. Die haben sich getroffen, die Familien. Die sind zusammen im Wohnzimmer gesessen in Aachen bei der Familie. Die kennen sich. Die kennen sich. Und es gab auch Hundesuche dort im Umfeld dieser Familie. Und ich weiß nicht, was jetzt, ob es irgendwelche Sachen gab. Vielleicht hat dort der Anwalt was geschrieben, bla bla bla, wenn sie uns in ihren Berichten, das weiß ich nicht, ich habe ja keinen Kontakt mehr zu denen, aber das könnte ich mir vorstellen, dass denen ihr Anwalt geschrieben hat, wenn sie uns in den Berichten erwähnen, dann werden wir sie verklagen. Und dann sagen die also einfach, wir kennen die gar nicht. Und es ist gelogen, mir kann er nicht kommen, oder soll er es doch mal versuchen, mir auch was Dings. Da kann ich immer mal zeigen, was ich für juristische Geschichten schon erfolgreich abgeschlossen habe. Also, das ist alles falsch und es gab verschiedene Suche. Zum Beispiel am 28.09. hat, das war der Tag des Verschwindens vom Nick, gab es eine Suche beim Polizeihund, aber der hat Dem wurde angeboten von der Familie, eine Geruchsprobe zu bringen nach Aachen, damit der Hund mit dem richtigen suchen konnte. Aber das haben die abgelehnt. Dann hat der Hund mit irgendwas gesucht, aber das war nicht die Geruchsprobe vom Nick, sondern das war die Geruchsprobe vom Täter. Dann hat der eine Spur Richtung Dom in Aachen verfolgt nachher. Aber alles, was der angezeigt hat, war der Geruch vom Täter. Weil der ist ja zuletzt im Auto gesessen und der Täter hat zuletzt die Sachen vom Nick abgelegt und nicht der Nick selber. So, das war das Graue, das war der Polizeihund. Dann am nächsten Tag hat die Familie schon, die haben ja auch manche Sachen richtig gemacht. Also jetzt springen wir kurz nochmal zum Ding, dass wir die Dings da sehen. Das sind diese Hunde Fritzen hier. Die hat... Also, Mann, oh Mann, was ist denn da los? Okay, also diese gelb-roten Hundetypen da, die hat die Familie schon am Tag nach dem Verschwinden das erste Mal dabei gehabt. Und da sind die noch nicht am Weiher gewesen. Da sind die beim Nix Auto in Aachen, wo das Mädchen hat, auf die jetzt hier nur kurz eingegangen wurde, die hat, da gibt's doch diese, wo ist jetzt der scheiß Färberpark? Ich habe jetzt schon länger nichts mehr mit dem Fall, nicht stolz, da ist der Färberpark und da, südlich vom Färberpark, gibt's da dieses Berufskolleg. Also, gut, wo jetzt das Mädchen gewohnt hat, genau, und wo ihr Vater gewohnt hat, sage ich jetzt nicht, obwohl die Medien selber schon, doch, halt mal, die Hände in der Clara Feistraße, haben die das Haus des Mädchens schon gefilmt sogar. So weit würde ich nie gehen, hätte ich ja nicht mal die Straße gesagt. Aber gut, nachdem das in den Medien kam, Moment, schauen wir, nicht, dass ich was Falsches sage, Clara Fey, Fey, Nick Stolz, so. Okay, das ist jetzt in RZ, da ist vom Nick Stolz, da wird die Clara Fey Straße wird erwähnt. Aachener Zeitung erwähnt auch die Clara Feistraße. Also ganz klarer Fall. Die Clara Feistraße
ist erst in den Medien berichtet worden, bevor ich es aufgegriffen habe. So, also, das ist dann schon von den Medien, das ist es nicht ich, das ich bringe. Auf jeden Fall, dem Nixei Auto ist hier abgestellt worden, auf diesen Parkplätzen hier. Und dann, ich weiß jetzt selber nicht, welche Hausnummer das ist. Deshalb, wenn ich jetzt irgendwo mit der Maus bin, wäre es Zufall. Das habe ich selber noch nicht irgendwie, war mir auch nicht wichtig, welche Hausnummer das ist. Irgendwo in der Clara-Fey-Straße ist das Haus von dem Mädchen gewesen. Dort ist das Geld fürs Haus gestellt worden. Und dann ist der Typ in dieser Jacke vom Nick, in dieser auffälligen, da wieder weggelaufen. Und wie gesagt, da ist das Auto gestanden vom Nick. Und irgendwie hat man dann diese Spur verfolgt am ersten Tag. Aber das war nicht die Spur vom Nick, sondern vom Mörder in seiner Jacke. Okay, das war der erste Tag. Am zweiten Tag hat man dann diese Mantrailer-Hunde, die man da hinten, diese gelb-roten Leute da, haben in dem Bereich gesucht, wo ich jetzt gesagt habe, bei diesem Parkplatz, wo es nicht so Auto war, beim Haus von den Mädchen. Und dann ist irgendwo in diesem großen Umkreis hier, ich sage jetzt nicht wo, das Haus des Vaters des Mädchens, weil die sind irgendwie ein bisschen getrennt oder so. Der Vater hat ganz in der Nähe ein Haus und die Mutter hat ein Haus. Und in dem Haus vom Vater, also ganz, ganz nahe bei diesem Parkplatz ist, also ganz, ganz nahe, bezieht sich jetzt auf dieses Umfeld hier, dahin gab es eine ganz starke Spur die Leute, die haben immer mit dem echten Geruchsspur vom Nick gesucht. Also diese privaten Suchleute hier da, diese Mannschaft. Und die Polizei hat mit der falschen Geruchsprobe gesucht. So. Und das sind alles ganz bedeutende Sachen. Das, was ich hier habe, sind extrem wichtige Fakten. Das ist ein Feuerwerk an wichtigen Fakten. Und das Video bringt ein Feuerwerk an Bullshit, an dummem Geschwätz. Und wo das alles, das wichtige Zeug, was ich hier habe, alles unterschlagen wird. Es ist eine Katastrophe. Ich verdamme dieses Drecksvideo in die Hölle. In die Hölle des Drecks, des Irrsinns, des Quatsch, der Dummschwätzerei, des belanglosen Gelabers. Pfui Teufel, pfui Teufel. Wie kann man Sendezeit mit so einem Dreck vergeuden? Aber man muss ja sagen, das ist ja ein Gemeinschaftswerk. Das ist ja dieser Dreck dieser Familie. Dieser Dreck, nach dem, was wir an Substanz erarbeitet haben, gehen die auf so einen Dreck herab und die Journalisten ergänzen sich mit ihnen. Ein Dreck. Ich verdamme diesen Dreck. Ich hasse so einen Scheißdreck. So einen Scheißdreck. Wenn man so viel hatte, wie wir gehabt haben und es dann so wegwirft für so einen billigen Dreck. Pfui Teufel, ich verabscheue es. Für Nicks Mutter ist die Zeit stehen geblieben. Und doch. Die Zeit stehen geblieben. Dummes Geschwätz, dummes zeitverschwendendes Geschwätz. Fast 3 Jahre sind bereits seit dem Verschwinden ihres Sohnes vergangen. Und diese Zeit habt ihr verplempert. Und ihr habt das Gute habt ihr alles kaputt gemacht. Im Moment haben wir so eine Stille. Blödsinn. Man sagt, ja, lass den Jungen leben. Ja klar, wir lassen ihn leben, wenn er lebt, wenn er glücklich ist, auch schön. Aber man hätte gerne gewusst, ob er lebt. Ne? Wenn ich eine Antwort bekommen würde, egal was es kommt, würde ich mal wahrscheinlich besser leben können wie jetzt. Alles in der Dummheit kaputt gemacht. Es gibt ganz klare logische
Schlussfolgerungen naheliegende, was hier geschehen ist. Auch die Hundespur, wer hat wo was gerochen, auch im späteren Verlauf, dann beim Parkhaus und so weiter. Das wird alles nicht mehr erwähnt. Es wird nicht gesagt, wie es zu dieser Spur kam bei diesem Teich. Es wird nichts vom Parkhaus erwähnt. Es wird nur Scheiße gelabert. Nur Scheiße gelabert. Und deshalb muss ich wirklich sagen, ich habe Respekt vor eure Gefühle in dem Moment, wenn was akut ist, wo etwas passiert. Aber nachdem ihr habt es zu verantworten, dass das alles, was wir erreicht haben, vor die Hunde gegangen ist und dann blöd rumflennen, ich verachte dieses dumme Geschwätz. Dummes Geschwätz. Nicks Lieblingsort. Ein kleiner Bootsanleger am Rhein. Seine Schwestern kommen immer wieder hierher. Die Suche nach Antworten bestimmt weiterhin ihr Leben. Blödsinn! Blödsinn! Man hat immer gemischte Gefühle, das wechselt total. Halt das Maul mit deinen blöden Gefühlen! Was soll das? Da war man halt gar kein... In den letzten Minuten des Films tun sie sich jetzt noch auch noch verplempern mit dummem Geschwätz. Eine Gewissheit hat man, weiß nicht, was los ist. Dummes Geschwätz! Da hat man mit so vielen Gefühlen zu dummes kämpfen. Geschwätz! Die hat man teilweise vorher gar nicht gekannt. Dummes Geschwätz, dumme Bilder, was soll das? Ich möchte definitiv eine Antwort haben. Diese Ungewissheit, die begleitet einen tagtäglich. Blödsinn, Blödsinn. Sie bekämpfen das, woher die Antwort kommt, bekämpfen sie und verdrängen sie, hocken sich blöd ran mit der Sonnenbrille, tun sich schön schminken, dass sie im Fernsehen einen guten Eindruck machen und labern Scheiße. Nichts nützige Scheiße. Man denkt nicht so viel über Leute nach, die... sage ich jetzt mal, nichts nutzige Scheiße von uns gegangen sind oder die noch da sind. Alles nichts nutzige Scheiße. Wie jemand verschwunden wäre. Was würde ich nichts sagen, wenn ich mit ihm sprechen könnte? Dass ich ihn liebe? Nur Scheiße. Dass er sich melden soll. Einfach nur kurz sagt, wie es ihm geht. Aber da glaube ich nicht mehr dran. Nur nichts nutzige Scheiße. Nur nichts nutzige Scheiße. Es ist wirklich zum Kotzen. Es ist zum Verzweifeln. Warum soll ich wegen sowas verzweifeln? Lassen wir es dabei. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, mit was ich es zu tun habe. Und was habe ich investiert, was habe ich gearbeitet, was habe ich recherchiert, was habe ich Zeit reingesteckt? Und die machen nur Scheiße daraus. Nur Scheiße, nur Scheiße. Ich sag, das müsst ihr einfach mal lesen. Das müsst ihr einfach mal lesen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr fragen. Aber das müsst ihr lesen. Ich habe es schon mal erklärt, das Ganze, wie das Ganze abgelaufen ist. Und dann schaut euch das vorherige Video an, das ich da gemacht habe. Ich werde jetzt nicht das ganze Video wiederholen, aber das ist... das ist jetzt hier auch 52-minütiges Video. Ja, das ist wichtiger Inhalt. Schaut euch das an. Da sind die Sachen drin, die es praktisch, die jetzt hier nicht erwähnt. Hier meine Stellungnahme zu dem neuen Video im Fall Nick Stolz. RTL hat da ein neues Video rausgebracht, gesendet 19.09.2020, 20.15 Uhr. Sagen wir mal, ein gemeinsames Interesse. Suche. Das ist dabei. Der Campingplatz auf der Rheinhalbinsel Graf bei Wesel. Nick liebte diesen Ort. Auch da haben sie lauter so Scheiße, so drumherum. Nick liebte diesen Ort hier am Rhein, das war sein Lieblingsort, bla bla bla. Alles dummes Scheiße. Auch da sind sie schon auf vieles nicht eingegangen. Na, bringen sie ihren Trainer. Der hat nichts dazu beizutragen zu dem Fall. Aber sie bringen ihn. Auch ein Scheißvideo.
Und dann kommen sie in diesem Fall und suchen sie jetzt hier in diesem Färberpark. Von dem erwähnen sie jetzt nichts mehr. Dann finden sie, das ist jetzt lasse ich hier mal kurz was laufen von dem damaligen Video. Bei, ich sag, die Hunde sind genial gut, die machen einen tollen Job. Und das Kerngebiet dieser Hundearbeit, das können die Hundeführer auch gut. Teilweise. Nur die Einbettung der Erkenntnisse in den Kriminalfall, in das große Ganze, dabei versagen die Leute auf der ganzen Linie. Und das führt zu viele Probleme. Aber weder sind die Hunde schuld, noch ist die Arbeit mit den Hunden schlecht, sondern die Einbettung dieser Erkenntnisse in diesen Gesamtfall. Das ist das Problem. Die sind jetzt also hier in diesem Färberpark in Aachen. Da haben sie das Ding oder abgestellt. Jetzt laufen sie hier rüber. Ich war noch nicht dort, aber es muss die Ecke ungefähr sein. Irgendwo da ist diese ominöse angebliche Schlafstätte. Unternehmen die Fährte auf, führen die Personensucher vorbei an einem Dickicht über einen engen Pfad. Und plötzlich geben sie eindeutige Signale. So, genau hier war die Stelle, wo wir den Schlafplatz gefunden haben. Da war eine Isomatte, da lag ein Schlafsack, da standen ein paar Plastiktüten mit Sachen drin. Das ist halt von beiden Hunden gefunden worden. Beide Hunde haben sich hier festgefressen, sind hier nicht mehr weggekommen. Was macht dir das für einen Eindruck hier? Macht auf jeden Fall den Eindruck, als wenn hier jemand regelmäßig schlafen würde. Wenn es also tatsächlich der Nick gewesen ist und da wir mit seinen Geruchsträgern gesucht haben, zwei Hunde tatsächlich die Stelle gefunden haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr hoch. Das war schon ein sehr bewegendes Gefühl. Wir waren uns jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob er überhaupt noch lebt. Ich bin ja aus der Innenstadt hierher schon einmal ungefähr ein paar rum, 3,5 Kilometer in der Suche gewesen, ehe mein Hund hier letztendlich stand und hier nicht mehr wegkam. Also es war schon sehr bewegend. Ja. So, jetzt nochmal da zurück. Also, das, also die meinen den Schlafplatz vom Denik. Das ist jetzt dieses Video, das würde ich jetzt nicht ganz abspielen. Aber gehen wir nochmal zu dem Dings zurück. Eine kurze Übersicht von diesem Fall. Also, das ist Aachen, dann ist Förde, wo ist Düsseldorf, da Hanna, wo ist jetzt wo ist der Rhein, Düsseldorf, Förde ist irgendwo in der Nähe vom Rhein. Ach du Scheiße, wo ist dieses Förde? Ich bin mal da rein mit dem Kajak von Marbach am Neckar, wo ich da war, bis nach Rotterdam gepaddelt. Da bin ich da auch vorbeigekommen, aber habe hier natürlich die Details nicht mehr so im... Mensch, wo ist das scheiß Förde? Jetzt geben wir ein Förde... Warum habe ich das jetzt nicht gefunden? Ach, das ist so weit oben, okay. Also, da in der Ecke, Förde. Da sind die. Okay, und von dort ist dieser Nick. Und jetzt... Warum geht es jetzt? Ach so, und da ist Aachen, okay. Und die Wahrheit ist, dass die dieses Mädchen sehr wohl kennen, und zwar vom Trampolin her. Also es kommt mir das Kotzen, wenn ich solche Lügen sehe, wie der Fall verdreht wird, aber ohne dass es was bringt. Das hasse ich. Man verstrickt sich in Lügen und es ist einfach, also die Wahrheit ist, die kennen sich, das Mädchen und der Nick, die haben sich über das Trampolinspringen kennengelernt. Das ist ja auch gebracht worden.
hier, dass er Trampolin gesprungen ist und das Mädchen auch, und die haben sich bei so überregionale Wettkämpfe haben die sich getroffen, und der war verliebt in das Mädchen. Die haben sich privat getroffen. Die haben sogar eine Pyjama-Party gemacht im Haus von dem Mädchen, als die Eltern nicht da waren. Also, und jetzt sagen die sie kennen sie nicht. Auch die Jessica, die sagt, sie kannte die nicht. Auch die hat die Leute gekannt. Das ist alles gelogen und verdreht und zum Kotzen. Also, die waren verliebt, das Mädchen und der Nick, und gut befreundet bis hin zur Pyjama-Party. Und so gab es einen Kontakt. Und in dem Video wird zu Recht der Nick als ein bisschen psychischer Problemfall beschrieben. Ich tue hier jetzt nichts verraten über den Nick, was ich jetzt persönlich erfahren habe, sondern das Video stellt den Nick als psychisch problematisch dar. Er ist gehänselt worden, er ist so und so und so und war ein Außenseiter und war ein bisschen schwieriger Fall, und das ist auch, das deckt sich mit dem, was ich jetzt nicht private Sache, die ich privat erfahren habe, ausplauder, sondern was ich sagen kann, okay, das deckt sich mit dem, was ich auch erfahren habe, ohne dass ich jetzt was Privates ausplaudere. Und so ist es natürlich, ich sag mal, das Ganze, wenn du in die Pubertät kommst, Und da ist jetzt, sage ich mal, du hast sowieso ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit und mit dem sozialen Umfeld klappt es nicht so. Dann kommt noch das Sexuelle und das dazu und das mit dem anderen Geschlecht eben und so weiter. Und können sich solche Sachen noch verstärken und so problematische Sachen und Leidenszustände. Und auf jeden Fall, dass der Nick sich abgemeldet hat von der Schule, von seinem Studium, ohne es der Eltern zu sagen, das ist auch, was ich erfahren habe. Und dann ist er wochenlang jeden Tag in Aachen gewesen. Er ist die Strecke mit seinem Auto gefahren. Er hat so getan, als ob er zur Arbeit geht oder zum Studium. Und dabei ist er dann diese 140 Kilometer nach Aachen gefahren und hat sich in Aachen rumgetrieben. Hatte dort auch Kumpel. Er ist gesehen worden in der Aachener Innenstadt mit ein paar, ich sag mal, Asylanten. Diesen Eindruck haben die gemacht. Da ist er bei einer Pizzeria gesehen worden. Jetzt muss ich, wie gesagt, ich habe eine Weile, habe ich jeden Dings hier gekannt in Aachen, und jetzt muss ich mich wieder einfinden. Da ist der Färberpark. Wo ist jetzt das Krankenhaus? Wo ist das scheiß Krankenhaus? Das Parkhaus. Da ist das Parkhaus. Soweit ich weiß, ist das auch ein Drogenumschlagsplatz. Und ich schätze das Umfeld, das der Nick dort kennengelernt hat, auch als Drogenleute ein. Und dann ist hier irgendwo ist diese Geschäftsstraße. War das die Kapellenstraße? Da ist irgendwo dieser... Ist hier... da müsste der... Das müsste die Kapellenstraße... Der Name Kapellenstraße sagt mir jetzt nichts, aber da ist dieser Döner. Also dass es so eine Allee war, das ist mir in Erinnerung. Jetzt gebe ich mal einen Döner. Moment, neues Fenster. Döner, Aachen, Kapellenstraße.
Kingdöner. Oder Nenas, aha. Ja, das müsste dieser Kingdöner sein. Dort ist schon nicht gesehen worden mit einer Gruppe Jugendlicher. Und ich gehe davon aus, das waren seine späteren Mörder. Kapellenstraße 25. Da drin ist er gesehen worden. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. So. Das sind alles wichtige Dinge. Das waren seine, aus meiner Sicht, seine späteren Mörder. Das war ein Umfeld, wo es, auch dieser Färberpark ist bekannt für Drogenhandel. Und ich gehe davon aus, da er wollte dieser Mädchen nahe sein und in dem Zusammenhang ist er nach Aachen gekommen und hat sich dort aufgehalten. Vielleicht hat er dort auch mal geschlafen. Gut, er hat ja sein Auto gehabt, bei schlechtem Wetter hätte er dort nicht schlafen müssen. Vielleicht hat er sich dort mal hingelegt. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich denke auch, als er ermordet wurde, hat er sich an diesem Samstag, er hat ein Ticket gehabt zum Flug nach Lissabon. Und ich denke, da war was besprochen mit diesen Leuten. Der hat nicht nur seine eigenen Pläne gehabt, sondern die Leute waren einbezogen, die wussten, dass er sowas vorhat, die konnten ihn beeinflussen, die wussten um das viele Geld, das er hatte und mitnehmen wollte. Und ich denke, es gab ein Treffen an diesem Ort im Färberpark, in diesem Gebüsch, was in diesem Video gezeigt wird hier, in diesem Gebüsch. Und dort ist der Nick am Samstag, an diesem Tag, wo er verschwunden ist, wo war ich jetzt gerade? Jetzt schließe ich mal die Scarlett. Schließe ich die Scarlett. Da ist er ermordet worden in diesem Gebüsch. Er ist gekommen, hat sein Auto hier irgendwo abgestellt, hier. Hat sich zum Treffer hier begeben, ist dort erschlagen worden und in der Nacht praktisch. Erschlagen worden, ist dann erst in dem Gebüsch verblieben. Dann sie haben die Täter das Auto genommen, haben's eigentlich darf ich habe früher vieles Geheimnis gemacht, muss das gar nicht. Nur den Wohnort von dem Vater, der ist nicht in den Medien genauer genannt worden. Und die Hausnummer in der Clara Fey Straße ist auch nicht genannt worden. Alles andere haben die anderen Medien schon veröffentlicht. So, gut, das sind ja nur ein paar Meter. Es könnte natürlich auch sein, er hat gleich selber hier geparkt. Auf jeden Fall ist sein Auto hier gefunden worden. Aber als hier in der Clara Fey Straße der Typ in der Jacke vom Nick dieses Geld bei dem Haus der Mutter abgegeben hat, da war der Nick schon tot hier im Gebüsch gelegen. Davon gehe ich aus. So, ob jetzt der Täter das Auto von hier nach hier gefahren hat oder aus der Nick selber abgestellt hat hier und dann dann umgelaufen ist zu dem Treffer, aber davon ist auszugehen. Dann lag der Nick tot im Gebüsch und ist in derselben Nacht von, sage ich, den Tätern in diesen Stauweier Kupferbach, der auch in dem Video jetzt aufgetaucht ist, verbracht worden. Dort ist er, dort hat man dann praktisch hier die Spur gefunden, in dem Bereich, und da ist er letztlich in diesen Kupferbachstau und der Stau war ja verbracht worden. Der See ist nicht groß, der See ist nicht tief, der ist 4,5 Meter tief. Ich habe mich alles erkundigt. Der wäre ganz leicht abzusuchen mit dem Sonarboot und mit Taucher dann.
der ist kurz vorher gereinigt worden, bevor das Ganze passiert ist. Also das wäre überhaupt kein Problem, nach dem Nick zu suchen. Und das war der Inhalt meiner Petition, wo ich da vorher erwähnt habe und die ist abgelehnt worden. So, und dann sind sie hier gestanden, haben rumgejammert, ja, weil es ist nie gesucht worden. Okay, das ist das einzige Sinnvolle an diesem Video gewesen. Und wenn es, sag mal, es war alles Dreck, denn Petermann sei Geschwätz war Dreck, nichts nutzlicher Dreck. Aber wenn dieser ganze Dreck, dieses Drecksvideo, dieser Scheißdreck dazu führen würde, dass dann andere Idioten hergehen und wenn sie auf der Basis von genialen, super scharfsinnigen Argumenten nichts tun, dann aber auf der Basis von so einem Scheißdrecksvideo, von so einem billigen Schund, von so einem verfluchten Dreck, wenn sie das tun und dann den Nick finden würden, was soll ich dann sagen? Da willst du dich dann doch nur noch mit dem selber noch versenken, dass du diese Idiotenmenschheit nicht mehr ertragen musst, Hanna, auf dieser Idiotenwelt hier. Also, das ist jetzt praktisch, man könnte noch viel mehr über den Fall sagen, aber das ist das zusammengefasst. Der Nick ist gleich am Samstag bei Erscheinen in Aachen ermordet worden, dann ist wahrscheinlich ein anderer, wenn das Flugticket jemand benutzt hat, aber ohne Passkontrolle, dann ist ein anderer mit dem Flugticket, hat es benutzt, eben aus dem Kreis der Leute gehe ich davon aus, dass die Leute, die der Nick im Umfeld dieses Drogenumschlagplatzes Färberpark kennengelernt hat, dass die Leute auch hinter diesem Verbrechen stehen. Nichts gegen Asylanten allgemein, aber das war eben so ein Umfeld. Und dann ist noch mal etwas gewesen. Das Ganze war am 18. Geburtstag dieses Mädchens. Was passiert oft am 18. Geburtstag eines Mädchens? Sie kriegt von ihrem Vater ein Auto geschenkt, beziehungsweise von ihren Eltern. Und was ist passiert hier in dem Fall? Das Mädchen hat ein Auto geschenkt bekommen. In dem Fall heißt es, der Nick hätte es ihr geschenkt. Und ich sage, der Nick dem Nick ist etwas vorgespielt worden, eine Story, es ist ein Brief geschrieben worden, den der Nick nicht selber geschrieben hat. Der Nick hat aber einen Kaufvertrag unterschrieben gehabt, und letzten Endes gab's hier Absprachen, aber ich gehe davon aus, das war nicht so, dass der Nick das Auto verschenken wollte, sondern er wollte mit dem Mädchen ein neues Leben anfangen in Portugal oder was oder wie auch immer, und letzten Endes war aber der Nick tot und das Mädchen hatte ein Auto sozusagen. Aber manche haben dann sie verdächtigt, dass sie die Mörderin ist. Ich sage nein, sie muss von dem Ganzen im Vorfeld nicht das Entscheidende in Richtung Mord gewusst haben. Hier, der Nick ist belogen und betrogen worden, der Nick ist ausgenutzt worden, aber von mehreren Leuten. Und das, also die, wo sagen, das Mädchen hat von dem Mord gewusst, das ist eine Aussage, die man nicht machen muss. Aber aus dem Umfeld des Mädchens haben meiner Meinung nach Leute gewusst. Und da, wie gesagt, da fand eine Geburtstagsparty statt. Und auf dieser Geburtstagsparty wurden Leute gesehen, die von der Beschreibung her
genau die Leute gewesen sein könnten, die, die bei dieser in diesem Döner, wo der Nick mit denen gesehen wurde. Deshalb überlege ich, waren es diese Leute, die praktisch das Ganze mitbekommen haben, dieser Nick. Ich sag mal, der Nick hat eine Schwäche ausgestrahlt für die. Das sind Leute, die sind aus so Asylanten, wenn sie aus so einem armen Land kommen und sich dort durchbeißen mussten auf der Straße. Und dann sehen sie einen, der hier in einem tollen Umfeld praktisch gut situierte Eltern und er hat einen guten Beruf, er studiert, er könnte reich sein, aber er bringt es psychisch nicht auf die Reihe und die verachten den. Die für solche Leute versuchen den oft auszunützen. Das ist, wie soll man sagen, das ist... Ja, fressen oder gefressen werden, so eine Raubtiermentalität, so das Gesetz der Straße. Und der Nick strahlt Schwäche aus, wo es eben Leute gibt, die sowas ausnützen. Ist nicht jeder der geborene Sozialarbeiter, der da Mitleid entwickelt, wenn er sowas sieht, sondern die meisten Leute auf der Welt sind dann so, dass sie so die Schwäche ausnützen. Ja, das ist praktisch und so, ich muss auf ein paar Sachen praktisch aufpassen, wie ich es formuliere, gerade im näheren Umfeld des Mädchens, gäbe es noch jemand, eine Person, eine entscheidende Person aus meiner Sicht, wo auch die Hundespur hingeführt hat, zu erwähnen, aber die Person, ich kann jetzt über irgendwelche Asylanten reden, das auch tatsächlich die zum Fall gehören, aber weil das ist anonym. Es gibt noch eine Person, die dringend genannt werden müsste, aber die zu nennen, schafft Probleme hier. Und es ist im jetzigen Moment nicht nötig, weil ich bin der Erste und der Einzige, der diese Person öffentlich nennt. Und das schafft Probleme. Ich hab einen sehr, sehr, sehr guten Riecher, was juristisch geht und was juristisch nicht geht. Und ich gehe manchmal weiter, wie jetzt Leute sich's überhaupt vorstellen könnten, dass man gehen kann. Aber an der Stelle bin ich vorsichtig. Das muss jetzt nicht sein, dass man diese Person jetzt hier öffentlich erwähnt. Das macht Schwierigkeiten, aber nur Schwierigkeiten. Aber wenn das jetzt irgendwelche Leute im Internet auch noch wissen, die sich sowieso in der Vergangenheit so als Idioten verhalten haben und ihre Energie oder ihr Interesse in solche Drecksfilme gesteckt haben und mich hier so eben nicht angemessen beachtet haben und dass ich jetzt denen auch noch das sage, das muss nicht sein, das bringt nichts und das kann man einfach verschieben. Okay, das ist der Stand der Dinge. Jetzt hat dieses Video die Aufmerksamkeit auf diesen Kupferbach-Stauweier gelegt. Wirklich ein Idiotenvideo, ein Dreck, ein Scheißdreck, ein hingeschissener Scheiß von Leuten, die nichts im Hirn haben. Wenn das jetzt noch dazu führen würde, dass hier gesucht wird und dann was gefunden wird und dann wird sich auch noch Leute wie der Petermann, die nichts beitragen konnten, würden sich auch noch auf die Schulter klopfen. Das wäre dann wirklich das Leben unter euch Idioten ist die Hölle. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Die meisten, sage ich mal, nicht jeden spreche ich jetzt an, aber die Masse von euch ist so strohdumm, dass sie für hochintelligente Leute wie mich, ihr seid die Hölle. Eure Dummheit verleidet anderen Menschen das Leben. Ihr merkt gar nichts davor. Ihr seid einfach nur naturdumm. Aber eure Dummheit bedeutet für andere Menschen die Hölle. Unter euch zu leben ist eine Qual.
weil ihr solche Vollidioten seid. Ich habe so viel Energie und so viel Zeit reingesteckt und habe es mit lauter Idioten zu tun. Ich habe es mit lauter Idioten zu tun und irgendwann würden die in ihrer Dummheit über irgendwohin stolpern und am Ende kommt irgendwas raus, wo sie 0,000 Anteil haben, aber sie würden sich als die Helden darstellen. Ja, das Leben unter euch Idioten ist wirklich die Hölle. Es ist psychisch die Hölle, ja, weil ihr einfach Vollidioten seid. Ihr seid, was ihr, das ist jetzt nur ein Fall, aber was ihr betreibt mit Impfungen an kleine Kinder, wie ihr die Menschheit schädigt, wie alles erlogen und betrogen ist mit diesem Corona-Zeug und ihr als ganzes Volk lasst euch verarschen von Verbrechern, es ist die Hölle, es ist die Hölle, was für eine Politik ihr mit der Energie, mit Russland, mit der Ukraine, was ihr macht. Es ist die Hölle der Dummheit, was ihr treibt als Volk. Ihr seid hirnverschissenes Drecksgesindel. Es ist die Hölle unter euch Idioten zu leben, wirklich. Und das ist jetzt ein Detail nur, ein kleines Detail. Wenn ich jetzt sage euch, meine ich auf jeden Fall 99% mindestens. Ein paar Leutchen lassen wir mal offen. Es muss sich jetzt nicht jeder Einzelne hier angesprochen und beleidigt fühlen. Das wäre auch unangemessen. Es sind auch nicht wirklich alle solche Arschlöcher. Aber es sind so viele, dass es praktisch mir nichts anderes über die Lippen geht, als euch Idiotengesellschaft in Grund und Boden zu verdammen, tue ich jetzt Menschen nicht. Ich tue Dummheit verdammen, ich tue dummes Geschwätz verdammen, ich tue einen scheiß Drecksjournalismus und einen Film verdammen, aber ich tue jetzt nicht Menschen verdammen. Deshalb in Grund und Boden zur Sau zu machen oder irgendwie so, muss man sagen. Okay, also bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege, lassen wir es mal an der Stelle. Das war meine Reaktion auf dieses Drecksvideo. Auf dieses Drecksvideo, das sie wieder geleistet haben. Diese grauenhafte Angehörige im Fall Nick Stolz. Die alles kaputt machen. Mit denen waren wir schon so weit. In diesem Fall und dann stürzen sie sich in die Scheiße bis über beide Ohren und machen so einen Dreck zum Kotzen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das Plakat ist gut gemacht, dass sie diese. Und deshalb haben sie auch diese Hinweise bekommen. Das kann man jetzt nur am Abschluss sagen, auch noch was loben. Das Plakat haben sie gut gemacht. Sie haben diese Jacke in den Vordergrund gerückt und haben über diese Jacke die entscheidenden Hinweise bekommen. Unter anderem den Hinweis zu diesem, der überhaupt zu diesem Weiher geführt hat, weil ein Zeuge am nächsten Morgen eine Person in so einer Jacke an diesem Weiher gesehen hat. Und das hat er gemeldet, auf nicht der Polizei, sondern auf diese Suche hin. Diese Suche hier war noch gut, das war noch gut gemacht, das kann man loben. Und dann gab es die Hundesuche und an dem Weiher und dann haben die damals die Spur gefunden und so praktisch hat sich das entwickelt und da empfehle ich wirklich meine Artikel durchzulesen und ganz besonders zu achten auf dieses, was hier vor diesem tabellarisch hier aufgeführt ist, in diesem Bereich, wo dieser braun-beige Untergrund ist, da sind ganz, ganz, ganz wichtige Sachen drin. Okay, soweit dazu.